Hello，你好，这是列支敦士敦的那个国家博物馆，展览的中国的一个很古老的一个计算的器械叫做算盘，然后呢，因为很多人都不知道这个怎么用，所以呢，我简短给大家介绍一下怎么用。So, guten Tag, das ist der Liechtenstein Landesmuseum. Hier gibt es eine Ausstellung mit dem Liechtenstein Landesmuseum und Chinesische Kunstakademie von Peking. So die traditionelle chinesische Kunstzeit wird ausgestellt. Der Suanpan ist eine ganz, ganz alte Rechnen von China, Ursprung von China. Und mit dem kann man Plus, Minus, Mal und geteilt durchrechnen. Und ich zeige jetzt nur ganz einfach, wie man Plus rechnen kann und die Bedeutung. So, zum Beispiel jetzt, diese Rechnung muss so am Tisch legen. Und so oben ist zwei Stück, unten fünf. Da fünf bedeutet fünf Stück, das bedeutet 10 oder 5. So, wenn man sagt 1, dann ist 1. Dann 2 ist 2. 3, 4, 5. Aber 5 zeigt man nicht so, sondern hier bedeutet 5. So, das ist das Zeichen. Und natürlich, dann 6 ist 1 plus 5 ist 6. Plus 2 ist 7. Plus 3 ist 8 und so weiter. So, hier zeigt ist 1 bis 10. Dann hier zeigt ist 10. So, 10, 20, 30. So und so weiter. So, hier ist 100. So, 100, 200, 300 und so weiter. Dann hier ist 1000. 10.000. So, 100.000, 1 Million. So und so weiter. Gut. Dann jetzt, wenn wir rechnen, dann müssen wir vom Anfang rechnen. So. Zum Beispiel 1 plus 2, 1 plus 2 gibt 3. So, 3 plus 2 gibt 5, dann 5 zeigt man wieder so. So, wenn zum Beispiel 11, das ist 11, 1 und 10, plus 12, dann ist es 1. 2, dann gibt 23, so. Das heißt 23. So, mehr als 5, dann zeigt man hier. Oder? Das ist 25. So, das ist 100. Wenn noch minus 200, dann 200 ist hier. Nicht hier, auch nicht hier. Man rechnet das 325. So, das ist die Zeichen. Und der Minus kann man auch lernen, aber die Basis auch von der Plus. So zum Beispiel hier minus 4. So, diese bedeutet 325. Wenn man sagt plus, minus 11, dann 11, hier ist 10, 11, dann 5 weg, kommt der 4 nach oben. Dann gibt 314. So, alle Basis von der Plus. Es ist ein bisschen kompliziert, aber es funktioniert. Man sagt, das ist noch besser als eine PC, denn man kann Milliarden rechnen. So, hier die Wiederfang an. Wenn wir noch kleine als 1 rechnen, dann können wir selber Entscheidung. Fangen wir von hier an, zum Beispiel hier ist 1, 1 Franken oder 1 Euro. Dann das ist 1 Rappen. Dann ein Rappen, wenn man plus ein Rappen, dann nimmt man diese Position, plus zwei Rappen, dann ist 1 Euro, 3 Rappen, so. Nur man muss wissen, welches ist 1, welches ist 10 Position, welches ist 100 Position. Mit der Minus und Plus nimmt die richtige Position, dann der Rechnen wird richtig. Und mein Name ist Hua Zhu Gebhardt. Ich bin ursprünglich von China, Guangdong, und bin schon seit 14 Jahren in Liechtenstein. Jetzt bin ich auch eine Liechtensteinerin. Ich zeige euch sehr gerne so chinesische Traditionen an, wenn ich richtig sagen kann.
So, vielen Dank.